Klar, das Aufladen des DualShock-Controllers der PlayStation 4 ist eigentlich selbsterklärend. Gamepad per USB-Kabel an die Konsole anschließen und fertig. Es gibt aber ein paar Dinge, die dabei zu beachten sind, um das Spielerlebnis noch zu optimieren. Die PlayStation 4 muss beispielsweise nicht laufen, während der Controller aufgeladen wird. Stattdessen kann das auch im Ruhemodus erledigt werden, indem die Konsole weniger Strom verbraucht. Aktiviere hierzu in den Energiespareinstellungen der PS4 die Auswahl Stromversorgung der USB-Ports und wähle aus, ob diese 3 Stunden lang oder immer aktiv sein sollen. Der Controller benötigt übrigens rund 2 Stunden, um vollständig aufgeladen zu werden. Alternativ lässt sich der Controller auch an der Steckdose per USB-Adapter laden. Dann kann die PlayStation 4 natürlich vollständig abgeschaltet werden. Während des Ladevorgangs zeigt die Leuchtleiste des Controllers den aktuellen Status an. Pulsiert das Licht langsam orange, wird das Gerät gerade geladen. Ist der Akku voll, geht die Leuchtleiste vollständig aus. Deren Helligkeit kannst du übrigens auch dimmen, um den Akku des Controllers zu schonen. Dies lässt sich unter Einstellung, Geräte, Controller ganz einfach anpassen. Auch die Menüpunkte Vibration und Lautstärke können helfen, den Akku ein Stück weit zu entlasten. In der Infokarte findet ihr jetzt ein Video dazu, wie ihr verschwommene Bilder bei der PlayStation VR verhindert. Weitere Infos rund ums Konsolen- und PC-Gaming gibt's auf turn-on.de.